sind die 2A-Klasse von der Volksschule Bernbach und wir sind zum Zielpunkt gegangen und haben einen Marktcheck gemacht. Wir haben die E-Nummern untersucht, die Verpackung untersucht, ob sie einmal, zweimal oder dreimal verpackt sind. Und wir haben auch Interviews gemacht. Wir haben gefragt, die Leute, mit was sie einkaufen kommen, mit dem Auto, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Oder ob sie einen Plastiksackerl, einen Papierkorb oder einen Korb benutzt. Und wir haben auch die Bioprodukte untersucht und festgestellt, dass der Zielpunkt sehr viele Bioprodukte aus Österreich anbietet. Und wir haben auch Obst und Gemüse untersucht und festgestellt, dass der Zielpunkt sehr viel regionales Obst und Gemüse. Der natürliche Treibhauseffekt. Unsere Erde umgibt eine Lufthülle, die sogenannte Atmosphäre. Sie funktioniert wie ein Wärmeschutzschild. Zum größten Teil besteht sie aus Wasserdampf, Kohlendioxid, Methan, Ozon und Lachgas. Das sind die sogenannten Treibhausgase. Diese Gase lassen die Sonnenstrahlen zur Erde durch. Wenn die Sonnenstrahlen aber wieder zurück ins Weltall wollen, kann ein Teil davon ins All. Der größte Teil aber wird von den Gasen aufgehalten und zur Erde geschickt. Diese Wärme kann durch das Dach nicht entweichen. Die Atmosphäre heizt sich auf. Ohne diesen Treibhauseffekt wäre es auf der Erde bis zu minus 18 Grad kalt und unser Planet wäre unbewohnbar. Durch das menschliche Fehlverhalten verstärkt sich der Treibhauseffekt, da es jetzt mehr Gase gibt. Dadurch erwärmt sich die Erde auch mehr als normal.